Grüß dich benannt, weil ich wieder da. Und allein schon aus dem Grund, weil ich gerne testen will, wie das Speicher, das Autosave-System von Connor funktioniert, gibt's gleich Schlag auf Schlag die nächste Folge von Connor. Also die zweite Folge, um genau zu sein. Es ist nach wie vor Montag, der 17. April 2017, halbe noch, wie heißt der Tag? Genau, Ostermontag. Also wenn meine Mutter nicht erzählt, dass das ein Feiertag ist, glaube ich ja nicht, aber naja. Okay, press to continue. Schauen wir mal, ob er wirklich continued. Okay. Ah ja. Das ist schlecht. Das sind irgendwelche Checkpoints, bei denen ein Speicherstand anlegt. Für die ich auch noch keine Symbolik entdeckt habe. Wahrscheinlich ist der, dass das Kreiselding sieht, das jetzt da gerade unter dem Loading-Schriftzug draht, auf das man achten muss. Für Autosave. South the tummy back. A to continue. Yes, please. In the hidden. Okay, in the hidden sind wir. Naja, da fehlt ja nicht viel. Weil, da haben wir ja nicht wirklich viel da. Die Ketten da habe ich genommen. Das heißt, ich renne jetzt gleich direkt zu machen dann auch. Vielleicht die Bloch noch auflegen auf dem Chevy. Aber versorgt haben wir schon, oder? Kann sie mir wohl. Was habe ich noch? Ja, passt. Versorgt bin ich noch. Schauen wir, ob wir ein Foto gemacht haben. Inventory. Jetzt sind noch Fotos. Isabel. Ah ja, Fotos. Keine Fotos? Bildfoto. Ja, eigentlich wollte ich ja, na, das ist das, nicht das Richtige. Back, Inventory. Was haben die Fotos? Equipment, Consumables. Das habe ich eigentlich aufgeladen, Inventory. Da, Fotos. Na, sag einmal. Na, die Flaschen habe ich auch noch, die Bloch habe ich auch noch. Aber ich habe doch auch von dem. Ah, da vielleicht. Ja, genau. Wo ich Fotos habe schon gemacht. Da rechts kann man schon drauf zoomen. Vor die Totems da am Aussichtsturm und vor dem Crash. Fotos sind da. Next Section, Previous Section, Tap Back. Okay, ja gut. Dann nehmen wir Ketten auf und fahren wir weiter zu Mr. Hamilton. Das ist schon sehr dezent, muss man sagen. Das Punkt. Und die Ketten, die bindt da um und rauf. Also wie stört man das jetzt vier? Und auch nur auf einer Seite. Also. Glorreich. Deposit, das Flaschel und die Bloch haben wir gesagt, loggen wir ein. Fertig. Und dann klappt's auch mit dem Weiterfahren. Also, definitiv auf die. Auf das Speichersymbol achten. Ja, passt doch, fahr weiter. Ja. Schick gemütlich halt, gell? Vorsicht. Krampt das auch nicht. Langsam fahren. Bock auf den nächsten Crash. Und next stop, Lakatami Pack. Wow, I see shit, I see shit, I see. Shit, eingeleckt, das ist ja wirklich wie Autofahren im Winter. Ich stehe ja drauf, ich stehe ja drauf, es ist wie Pistengerät fahren. Mit einem gemütlichen 20er, ne? Habe ich überhaupt nichts hier. Vielleicht kommt jetzt was. Spread out on a few acres of untouched forest. Bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. That is schon was. Ja, 1556. Das ist ja der, wo der General Store, wo wir uns treffen sollen, oder? Oder nicht?
Na, das passt mir aber nicht. Außerdem eine Summe kann ich da jetzt auch nicht. Na, das ist nicht der General Store. Oh, ist mal. Na, wir fahren geradeaus. Wir fahren erst einmal geradeaus. Aber da leben zumindest Menschen, da gibt's Postkasteln. Viel schneller. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Das ist jetzt ein Autosave, nehme ich an. Extrem langwieriger Autosave. Auto. Ich kann nichts machen, er hat übernommen. Du bist der General Store und eine Tankstelle. Perfekt, alles was man braucht. Großartig. Der General Store. General Store. Major Inconvenience. Eis. Ja, was zum Trinken. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Das ist toll. Pasteurisiert noch dazu. 1553. Wir schnurchteln. Something fell to the bottom of the box. Braucht man Schlitzelin? Oh, aber nicht. Naja. Deppert und umstehen. Ach du Scheiße! Okay. Und rechts oben haben wir das Saving-Symbol. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Das erklärst mir jetzt mal genau. Aber von wegen nur Detective finde, außer dass der umgebracht worden ist. Stimmt ja gar nicht, vielleicht schlaft er ja nur. Take out camera, ja klar, take out camera. Logisch, dann machen wir gleich Crime Photo, und zwar von der kompletten Scene. Oh fuck, da muss man aufpassen, da kann ich Spuren von nicht. Jetzt haben wir den Winkel verändert. Ja, keep. Das ist nicht gerade Weitwinkel, was wir da haben, und die Karre vorne draußen rennt immer noch. Ich höre den Motor immer noch rennen, obwohl er vorher gesagt hat, dass kaum noch Benzin drin ist. Gut, den Rest fotografieren wir nicht. Untersuchen wir die gerade einmal. Blut auf der Hand, Scherben. Auf ein zwei Bräseln. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Das ist allerdings terrifying, ja, hast recht. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Was? Mr. John Vaughan, oder Vaughan. Centre de Direction de Information, bla bla, rue Ottawa, Ontario. Mr. John Vaughan, Montreal. Ja, ich würde gerne reinschauen, Umschlag. Ist das nicht möglich?
Mach auf das Ding. Warte mal. Documents. Envelope. Wir machen auf. Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Vielleicht muss man mit E interagieren. Wieso macht er das Ding nicht auf? Was soll der Scheiß? Ich will das aufmachen. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Vielleicht mit C? Warum macht er den Umschlag nicht auf? Was soll denn der Kack? Also, falls mir irgendwer helfen kann. Soll er das jetzt bitte tun, weil ich weiß nicht, wie man in Sachen reinschaut. Was ist das? Glasl Zigaretten. Tischtücher. Kona Cola. Whoa! An explosion suddenly occurred outside. Run! Was hat's da jetzt rissen? Von hinten raus sein. Verdammte Kacke. Rauzis? Sind sie Wölfe oder? Das sind Wölfe. Shit, das sind keine Hunde, das sind. Die Hunde ab. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Naja, so populated ist es da ja nicht, aber was zum Geier hat's da jetzt gerade zerrissen? Mal die Tiere zulassen, damit da keine Wolfes reinhauen. Das Wasser ist noch nicht gefroren. Das ist ein Klo. Wolf, Wolf Tracks, Gelag. Shit, shit, shit. Wolf Tracks. Und ein Locus. Ein Locus Amynus. Oh, what the hell? Carl was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this? As if an iceberg came out of the ground? That was a first. Ja, und vor allem. Kann man das näher anschauen? Ach du Scheiße, was ist denn das? Shit, da sind irgendwelche Fußspuren sichtbar, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind. Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty or was it a possible lead? Geile Sache, Parker. Da sind keine Prints mehr. Und ich schätze mal, es hat den Generator da zerrissen, oder? Ah,
Ah ja, da. Fixed Generator, da brauche ich was, eine Zange und... Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Eine Zange und ein Dings brauche ich, Klebebandel. Aber auf die... Warte mal, das muss ich jetzt direkt... Auf die anderen Fotos... Na. Journal... Photos... Auf die Fotos von der Crime Scene... Sind aber keine Prints, oder? Na. Und die führen... Die fangen in der Mitte an. Das sind so Huf. Schaut aus wie Huf. Sofort kommt der Wendigo wieder ins Spiel, hirnmäßig. Gott, das mach ich lieber zu, bevor ich alles einfach nahe zugange. Bevor wir ein Wolfsproblem kriegen. Was ist das? Naja, genau, es ist ein milder Oktober. Scheiß müd. Lag. Okay, aber das Game hat mich voll unter Kontrolle. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ich brauch den Schlüssel. Da ist gequetscht, oder? Oder nicht? A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Gut, dann im Auto aufwärmen, da ist gequetscht. Given the circumstances, leaving with an empty tank would be a death warrant. Carl had to... Gut, das ist richtig. Da hilft noch was, wir machen uns dahinter Feierl. Hinterm Haus, vielleicht können wir uns dort temporär aufwärmen. Jetzt da friert er schon wieder. Wie schnell ist denn da bitte abgekühlt? Gott, das ist ja... Eine scheiß Situation es ist. Bleibt dort so lang sitzen, genau, bis das wieder weg ist. Und dann mache ich nochmal ein Foto in die andere Richtung. Und um zu schauen, wo die komischen unsichtbaren Hoofprints hingehen. Da hinten gehen die weiter. Bis zum Scheißhaus einmal auf jeden Fall. Mir wird halt irgendwann der Film ausgehen. Das ist sicher schon gekommen. Ja, die gehen da in den Wald rein und da ist nochmal so ein... Das passt jetzt an den nächsten Film eingelegt. Im Scheißhaus was übersehen. Nicht wirklich. Schauen wir mal ganz kurz da zu dem nächsten Eisding sie. Ist der Tommy Pack. Nicht gut. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets. And ja, he sicher. Didn't like to miss out. Na, ich geh schon wieder retour. Aber was immer da unsichtbare Fußspuren produziert. Die Wölfe gehen den gleichen Weg. Gut. Ah ja, wir haben ja Flashlight. Ich trottel. Ich gebe nochmal geschwind aufwärmen. Und dann gehen wir nochmal rein, weil drin ist ja auch schon arktisch kalt.
Hopfen funktioniert super. Was ist da? Da haben die Wölfe Mück gestiedelt. Ist da was? Ja, da gibt es tatsächlich was zu finden. Torn paper, let it be known. Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Und weg ist wieder. Warum war das? Na, meine Güte. Documents, draft letter. Let it be known, you're nothing more than a brigand, a robber, a garage hoarder, a viper, a leech, a monster. You're holding a knife at my throat. Too bad for me, but... Und das Ganze natürlich auf Französisch und mit einem lustigen Totenkopf unten drunter. Na, habe ich die Ehre. Die haben sie aber gar nicht lieb. Wieso schlage ich eigentlich nicht einfach auf Fenster ein? So, was ich brauche, ist Klebebandel und... Und es ist finster. Ich mag's nicht, wenn's gemacht wird. So, die da ist ja gut. Flashlight raus. Jawohl. So, ja, passt. Eine Zange. Das ist eh General Store, was da kann ja keine schief gehen. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Aha. Macht gar nichts, das macht auch nichts, aber das ist ganz klar. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Das ist ganz klar. Off. Generator. Main. Electricity from generator. Nur der ist anknabbert, gell? Was ist das? Dom Bundle. Was ist das? A secretary wouldn't be luxury in here. Quebec's Klondike. Read it. Quebec's Klondike. Ja, les. Er lest es nicht. Doch, jetzt. Northern Quebec's economy is booming. The north of Chibougamau area's population will soon reach 30,000 souls, among which thousands of happy families will be prospering thanks to the hard labor of their fathers, who will be contributing valiantly in expanding Quebec's national wealth. Mines and hydroelectricity, hunting and fishing. The true Canadian dream. Turn it into your reality now. Reality now. The mines, a sector in full expansion. Did you know that since 1960, Canada tripled the amount of resources royalties it collects? Did you know that the country's true source of riches is lying under your very feet? At this very moment, the building of your schools and our hospitals depends on minerals. Exploiting our resources, the road to the future. Und das ist natürlich... Danke. Länger drauf bleiben. Das ist wieder genau das gleiche. Jetzt muss ich mal direkt schauen, ich muss länger auf dem Draft Letter Envelope, genau das Ding hätte ich gern. What could be inside that envelope? Ja, mach's mal auf. Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. Box for the Canadian Secret Service. Was ich brauche? Ich möchte da reinschauen in den Envelope. What could be inside that envelope? Weiß ich nicht, aber macht ja nicht auf. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. Box for the Canadian Secret Service. Wahrscheinlich ein empty envelope. So. The general store also serves as a post office for locals. Meistens am offen, da hat irgendwer was gesucht, was das? Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already.
Klebeband und Werkzeug, das muss doch dort sein Home sein. Sind wir nicht besser? Da hat doch eh nicht die volle Batterie, noch halt kein. Keine deppere Zange, eine Zange, das gibt's ja nicht, muss doch wohl eine Zange sein. Licht geht nicht, klar, also kein Strom da. Was ist das? Irgendwelche Samen. Das gleiche. Aha! Dich brauche ich, dich möchte, ja. Hier Gummi, hätte ich unlängst in Real Life braucht. Was ist das? According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Wieso? Jean Bruin. Cam entre lac. Réglé. Ja, aber keine großen Summen. Schlüssel. Garage Key. Das ist schon mal gut. Schon mal super. Du bist ein Rätsel. Validate. Pumps. Turn on. Ohne Strom kein Gaudi. Telefon. The snowstorm pummeled everything in its path. Tot. Carl was not surprised when he heard no tone. Und wieder was dann lesen. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. You know what, Hamilton, have a frog in my throat. And when people have a frog in their throat, they do not take risks by going to work. Customers could catch it, right? I'm a wise man. Not to worry, I will have a nice doctor's note, which I'm going out to get right now. Sadly, in the meantime, I will have to close down the stop at the shop. Unless you would like to come fill in for me. What? Unless you would like to come fill in for me? I wouldn't dare advise you. After all, you must know how it's done since it's yours now. With kind regards, your dedicated manager, Gil. Ja, es ändert nichts dran, es fehlt noch Zange. Ah, das war so Verbandskosten, das ist gut. Aha. Ohne Strom gar nichts geht ohne Strom. Kaffee. Sherry! Supi! Jetzt habe ich einen Sherry in the dark. It's recommended to use flashlights on lanterns. Das ist wohl wahr. Das ist ein sehr weiser Vorschlag. A broken clock, how convenient. Wie passend. Was mir fehlt, ist nach wie vor ein Zange. Vielleicht in der Garage, da habe ich jetzt einen Schlüssel dafür. Wunderbar, können wir es nochmal aufwärmen. Flashlight kommt weg draußen. Das finde ich cool, dass drinnen ist zwar jetzt auch mittlerweile scheiß kalt, aber nicht so tragisch wie heraus. Also es ist sehr wohl ein Unterschied programmiert, ob man jetzt wirklich mitten im Schneesturm steht oder halt in einem kalten Raum. Ah, warte mal, was auf der anderen Seite rundum.
Das Ganze ist schon muy misterioso. Jetzt hätte ich dir keinen Bock, dass man was von hinten kommt. Echt nicht. Was ist das da? Ist ein Regal umgefallen oder was? Und aufs Auto drauf? Cleanest spots in the area. Meine Schwammel jetzt genommen, hä? Nein. Werkbank, da muss jetzt was drin sein. Gibt's ja gar nicht anders. Was ist das? Schraufen. Hardware. Da ist Zange, also isoliert sein. Players wird. Man muss alle Players. Schaut aus wie bei uns in der Garage. Nicht so ordentlich. Naja, also dort die Schraubzeuge fein sortiert. Von draußen hört man es feier. Und wüde Fetzen haut es vom Himmel bis zu neulich. Was ist das? Ist bin jetzt fragile, aber wenn wir schon sonst nichts wissen, oder wie? Und was ist drin? Schachteln. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Okay, der Kabel. Aha. Das ist für den Dings, fürs Auto. Oh, schau! Crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Naja, yet. Was nicht ist, kann ja noch werden. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall einmal den Generator, das Kabel vom Generator wegreparieren. Auf einmal. Gut, was ist das? Fällt mir auch hier zuerst auf. Das ist kein Bucken. Was ist das? Na, wieder ein durchbrochener Zaun. Meine Güte, ich habe schon wieder so die Hosen voll, dass da irgendwas. Dass mich was aufhupft, jetzt ist einmal repariert. Schön an. Dann schwebt man drei. Schwebt man da auf. Da sind wir eh so schon auf Generator und eingeschalten ist und Licht brennt auch schon wieder. Wunderbar. Wunderbar. So. Aha, das ist ein bisschen. Cash Register Instruction. To open the Cash Register, punch the price, two numbers minimum. Press Sale, turn the crank two times. Punch the machine if it doesn't work. Okay. Also, Preis. Press Sale, turn the crank two times. Ich frage mich, warum ich eigentlich dazu. Oder zurückkommen wir echt? Das schaut mal aus, das nervt. Die Pumpen müssen jetzt ja auch gehen. Jetzt gehen wir tanken, aber ganz rasch, bevor es da wieder was hat. Bist du narrisch? Fill her up. Jetzt kommt man weiter vorn. Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there.
Wirklich? Wo findet denn den? Keine Ahnung. Ah, vielleicht ist der Schlüssel. Ist der Schlüssel in der Registrierkasse drin? Das könnte sein. So, das heißt, wir brauchen. Nein, das brauchen wir nicht. Documents, was haben wir denn da? Cash Register Instructions, ist ein Bildfoto, Envelope, Draft Letter, Customer Credit. Jetzt irgendeinen Preis einpunchen. Karton, mein Büro, $2. Für Wilfred Roy zum Beispiel. Also zwei, aber dann kann man null. Na, geht doch. Tatsache, da ist der Schlüssel. Die Kohle lassen wir drin, weil wir sind ja schließlich ein ehrlicher Klodel. Eine Knarre! The murder weapon. Was? What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Okay, ich komme nicht ganz aus, aber okay. It is as a citizen of Her Majesty and the free economic chambers of the world that I must address what follows to the proper authorities. The worst is happening at this very moment. I cannot write at length, but I am requesting immediate help from my country. I believe the free world is in grave danger. A member of my community, the Honorable. Okay. Was ist das da unten? Aber ich habe eine Knarre. Warte mal, ich bin noch nicht so weit. Ich mag da noch mal einige. Wie kriege ich die Knarre jetzt? Das, ach Gott, jetzt mal verdrücke ich mich. Equipment. Revolver. Aim? Aber den Revolver, der mal komisch ist, sicher den Revolver nicht. Doch, so sehe ich ihn. Weg da. Ich nehme lieber die Taschenlampen in die Hand, weil das ist mir ein wenig zu gefährlich. Mit der Knarre durch die Gegend zu rennen. Da, was übersehen. Mysterious, unbranded cans. Mysteriös, mysteriös. Okay, mysteriös. Ich hab auch nicht gecheckt, dass der Kollege da erschossen worden ist. Vielleicht soll man sich die Gegend dann nochmal genauer anschauen, da hinten zum Beispiel. This place is a mess, das stimmt. Da ist ein Spiegel. Ich komme ja nicht weiter, kann ich drüber hupfen? Auch nicht. Crowbar konnte man noch. Warte mal, da haben wir ja noch was. Amateur hunters showing some pride in having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Dann
haben es nicht ganz geschafft. A nice picture of the Magasin La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Ein Aufnahmegerät, das wäre doch was. Und kann ich das irgendwie auf. Ah ja, warte mal, stimmt ja. Das kann ich auf Garage umstellen. Turn off. Was ist da? Off turnen. Dann müsste die Garage gehen. Und in der Garage. In der Garage, da gibt's ja eine Crowbar, die unter einer Hebebühne liegt. Die möchte ich schon noch haben. Ja, schau, brennt tatsächlich Licht. Und über das Ding, das ist da auch grün leicht. The crowbar checken. Ich weiß zwar noch nicht, was er das Ding braucht. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Zum auf Dinge draufhauen ist das sicher nicht schlecht. Und wieder tue ich die potenziell tödliche Waffen gegen die potenziell erleuchtende Taschenlampen auswechseln. Oder schauen, ob da noch was drunter ist. Rotkoppen. Sonst nicht viel, lassen wir es wieder obi. Geht gar nicht. Okay, ich glaube, der Erzähler hat schon einen Kurzschluss, ne? Einen Schluss gezogen, dass der Store-Owner der Mörder ist vom Hamilton. Ich weiß nicht, warum er auf genau die Idee kommt. Es ist die Box, die man in dem Auto, das uns von der Straße gedrängt hat, zwar die vom Hamilton. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ja, schon klar. Muss ich wieder umstellen. Lass mich da wieder umschalten aufs Tor. Ich bin mir nicht sicher, dass ich schon voll getankt habe. So, also wenn man ins Journal schaut. Ah, ja, macht Journal, ja genau. Crash. An accident. I haven't been this shaken up since Korea. Abandoned car. Who was the driver of the other car? Whoever it was, they don't have a snowball's chance in hell if they intend to continue on foot. Besides, why did they leave so suddenly? Oh, this is sehr seltsam. A nice little bit of poetry. Das war in dem Auto. Warte mal, wie? Wie heißt sie? Was ist denn? Iron locked box. A locked box would be. Would it be wrong to look inside? Should we find some clue as to who the. That reckless driver was? I'd still need to find the key though. Next! Na, das ist die Section. Hamilton's murder. My client is dead, everything's going wrong. That's my luck. Das ist ja ein Ego-Schwein, der Typ. Also wir sind nicht wirklich altruistisch drauf. An envelope torn open, addressed to the Secret Service. If I remember correctly, this whole thing is more intricate than it seems. Secret Service address. It's getting rid of the murder weapon by putting it in a mailbox. Really the best way. There most likely won't be any prints on it. I would have paid to see the postman's face when he found the thing, though.
another envelope addressed to War. War? From the Secret Service. There's a key inside. The killer must have known it was there, or they would have taken it. I'm one step ahead of them. Was? Investigative hypothesis. This is good. I can easily trace back the chain of events. Hamilton wants to send a very confidential denunciation letter to the Secret Service in Ottawa. He's planning on sending the letter inside a locked box and to send the key separately. It's cumbersome, but he's doing what he can. But something throws him off while he's in a hurry. He locks everything and mails the key, but the box somehow ends up in his killer's hands. When you find death threats and the person threatened is found dead, one could say the case solves itself. Only a shame the note isn't signed. WH. Gil Lachance went to the doctors. Now I need to know if the doctor saw Gil's. I know how to lead the perfect investigation. Ja, und wo ist der Doktor? Was ist das? Where is all the snow coming from? They say the fall is an unpredictable season, but this is something else. I saw some very weird eyes earlier that seemed to be lit up from within. I'd never seen anything like it. Und das ist ja überhaupt das Geilste. I don't know the chemical process in which pictures reveal invisible prints. I have to say it looks entirely supernatural. Caribou footprints? Oder Wendigo footprints? In the box I found a state affair, no less. Hamilton wanted to expose some shady activity by enemies of democracy. I still need to figure out why the hell this message ended up in the doctor's hands? Was? The reckless driver was definitely a fugitive running from the scene of the crime, still covered in Hamilton's blood. What a mess. Wieso der Doktor? Das was? In the doctor's hands? Das kapier nicht. I don't get it. Ups, da kann man ganz schön weit platteln. Ja, da lassen wir alles laufen. Oder vielleicht geht's Telefon. Vielleicht geht jetzt das Telefon. Du da, du da. Nein, ich kann es nicht mal. Also gut, das hat damit nichts zu tun. Turn off. Turn off. Lass mal einschalten. Vielleicht brauchen ja noch irgendwelche Leute in Not. Benzin. Nicht wahr? Die Uhr geht jetzt auch wieder steckt allerdings. Jetzt muss ich doch direkt einmal warte mal, ich muss nochmal überschauen. Fotos. Das fängt da an, vor der Garage, geht über das Eisding drüber, marschiert in Richtung Scheißhaus und aus dem Scheißhaus parallel zu den Wolfsspuren in den Wald rein. Ich muss noch mal ein Foto vom General Store machen und schauen, ob da irgendwas komisch ist. Ob ich da jetzt wirklich alles... Mistkübel. Maximhaus. Da hinten? Da haben wir was gesehen. No thanks. I ate so many of those in Korea. Das sind so Military Rations, ja.
oder seine Trockenfleisch, was auch immer man im Norden halt gerne mal konsumiert. Ich möchte ein Foto vor dem Haus von vorn machen, nur um zum Segen. Ob da auch geheime Fußspuren irgendwo sind. Schaut so aus. Gut, gehört man es einmal. Na passt. Jetzt möchte ich noch einmal. Warte, steigen wir. Ich nehme jetzt erst nochmal eine, damit wir da nicht abfrieren. Außerdem in Gegenwart einer Leiche ist ja alles viel angenehmer. Schön ins Licht. Ins Licht, ins Licht. Documents. Da war ja die. Die Instructions. Die Letter from. Gil, Customer Credit. Jawohl, doch, Customer Credit. Vielleicht lässt sich da außerfinden, wer der Doktor ist. Wow, da blends. Das blends recht arg sogar. So, read. Fleisch. Was sette? Tun wir es poster bla. Bouteliers de Beet. Wer ist der Doktor? Und kann man? Einmal ein Letter von Kill. I will have a nice doctor's note, which I'm going to get right now. Sadly, in the meantime, doctor's note. Wer ist der Doktor? Wer könnte der Doktor sein? Normal. Vielleicht da bei die Adressen irgendwo ein Doktor. Also das, was mir bis jetzt am meisten verwirrt, ist erstens, woher, wo bitte, gut, okay, er hat einen Zudeck, das wird schon irgendwo Blut sein, aber ich glaube, der ist erschlagen worden oder sonst irgendwas. Hemmels und Mörder. Irgendwo ist gestanden. I can easily trace back the chain of events. Hamilton wants to send a very confidential denunciation letter to the Secret Service in Ottawa. Okay. He's planning on sending the letter inside of a locked box and to send the key separately. It's cumbersome, but he's doing what he can.
But something's really throws him off while he's in a hurry. He locks everything and mails the key, but the box somehow ends up in the killer's hands. Jo, wahrscheinlich weil der Killer ihn umgebracht hat, jo. Entschuldigung, ist alles verständlich. When you find find death threats and the person threatened is found dead, one could say the case solves itself. Only a shame the note isn't signed. Gil Lachance went to see the doctor. Now I need to know if the doctor saw Gil and know how to lead the perfect investigation. Wo war denn das? How did it end up with the doctor? Da hat mich irgendwas ganz gewaltig gewundert. Da. Another envelope addressed to Val oder Val from the Secret Service. There's a key inside. The killer must not have known it was there. Or they would have taken it. I'm one step ahead of them. Another envelope addressed to Val from the Secret Service. Another envelope? Another envelope? In the box I found a state affair. No less Hamilton wanted to expose some shady activity by enemies of democracy. I still need to figure out where the hell this message ended up in the doctor's hands. In the box I found a state affair. No less. Huh. Genau, was... Irgendwas habe ich da übersehen, ganz ehrlich. Letter from Hamilton. It is a citizen of Her Majesty and the three economic chambers of the world that I must address what follows to the proper authorities. The worst is happening at this very moment. I cannot write at length, but I'm requesting immediate help from my country. I believe the free world is in grave danger. Na, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt leider gar keinen Sinn. Naja, was soll's, hack ich halt Holz. Und als solches fahren wir jetzt einfach weiter. Ich weiß zwar nicht wohin. Warte mal, kann ich vielleicht hinten noch was anladen? Was in der Tree? Dum 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 dum. Bloch. Hardware, Pizza, das tun wir alles hinten rein. Zündis, Firestarter. First Aid Kit geholt ich mir mal, Knarre geholt ich mir 3-0, was heißt das? Keine Ahnung. Ich habe noch 4 Zigaretten und 3 Schuss von. Oder 0 Schuss von 3. Was ist das für Revolver? 3 Kammer-Revolver? Lächerlich. Schauen wir, ob man das wieder sieht. Das wäre lieb, wenn man das sagt. Nein, ich sehe nur Bloch. Na wurscht. Fahren wir mal los. Und der erste Weg geht jetzt da zum Doktor. So, warte mal. Schauen wir zuerst auf so eine Map, ob da irgendwo ein Doktor ist. Wir sind hier und die Richtung, da gerade drüber, muss zum Tor, also über die Hauptstraßen drüber, über die Hauptstraßen drüber, genau da, schon links, wir schon rechts. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. The Seeker had thought. The Seeker had thought. Er ist ja so ein genialer Typ, hä?
ein Spitzenkandidat für den Titel Private Eye of the Year. Sleuth of the Universe, ui, die Brücken, eieiei. Ach, leck mich am Arsch, ach, leck mich am Arsch. Vor schnell. Oh, da ist ein Speicherstand. Das Ding leckt's doch sicher unter mir, oder? Nein, nicht einmal, puh. Western Amitabi Dingsy Bumsy Pack. Und da ist der Arzt. Da ist der Arzt. Und da ist ein Speicherstand. Oder auch nicht. Ich glaube aber schon. Und weiter kennen wir eh nicht, aber dahinter ist eh gleich das Haus. So, und bevor ich aussteige und mich da in den Schneesturm einhau, sage ich einen schönen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal auch wieder einer, wenn wir in Amiatipeki Peteteki Taki irgendwo in Nordkalifornien, würde ich schon sagen, in Nord-Ontario in Kanada den Mörder von unserem Auftraggeber, von Mr. Hamilton, suchen. Erste Station, der Doktor von Lac Amiatipek, so irgendwie. Ist sehr indianisch, deswegen schwer zu merken, zumindest für mein Hirn. Jo, ich wünsche euch bis dorthin eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Pfiat denkbar an und erst einmal wieder, Weili, da war ich mal out.